Einen wunderschönen guten Morgen hier aus Kaplimpfort. Hier sind meine Darsteller. Die heutigen Darsteller. Die sind nicht immer da. Was? Olli hat sogar Kennzeichen. Heute geht es um Thema Jeep Wrangler. Ja? Wir haben vom Robert Geis einen Auftrag bekommen, den Jeep etwas frischer zu machen, weil ich glaube, so wie es aussieht, ist er etwas durch Gelände damit gefahren. Auch die Angestellten von Robert fahren dieses Auto. Und das ist nicht gut. Ja, weil normalerweise, wenn man schon ein Auto zur Verfügung gestellt bekommt, ne, sieht das Auto nicht so aus. War ein bisschen staubig. Obwohl, wir haben letztens, da muss ich zur Verteidigung sagen, wir haben letztens TV-Aufnahmen gehabt. Ich war dabei und wir sind mit dem Jeep etwas wilder gefahren als sonst. Deswegen sieht er auch so aus. So, unser Auftrag ist, das Auto wird foliert. Im Prinzip die ganzen Teile, ich weiß nicht, was da passiert ist mit dem Teil, aber das ist alles verrostet. Guck mal hier. Das Auto ist 3 Jahre alt, meine Damen und Herren. Ja. Guck mal, was passiert ist. Ne? Der Raum alles, ist sein normalerweise, oder? Ey, alles weggerostet, alles. Und dadurch, dass die Roststellen nicht von der Einstiegsseite sind, sondern von der Innenseite, von außen kann man sagen, okay, vom Einsteigen reibt sich was ab oder. Ist kaputt, aber ist nicht der Fall. Darf man zeigen, was da drin war in dem Auto? In dem Karton? Welchen Karton? Ich habe mich gewundert vorhin, ob einer sein... Hast du das noch gar nicht gesehen? Was denn? Geh mal in den Karton gucken. Ja, das halt, zieh ich mir immer an, wenn ich hier Dings fahre. Wenn ich Jeep fahre. Das kann ich gut für meine Halle nehmen, ne? Ja. Die Taschenlampe kann ich nehmen, oder? Achso, das war ja drin. Ja, das ist, sieht schon cool aus, wenn da drin ist natürlich. Und das ist alles offen. Ja, wenn du ein Dach abmontierst, finde ich cool. Ich glaube, wir sollten ein Bodykit dafür bauen. Für einen Jeep Wrangler. Finde ich schon. Hm. Oder? Ist das neueste Modell? Mhm. Ja. Glaube ich. Also der ist 3 Jahre alt. Ich kenne mich bei Jeep da nicht so gut aus. Hier, der Auspuff finde ich auch nicht schön. Ja. Wir müssen mal umschweißen. Aber wenn du von der Seite guckst, guck mal da. Findest du nicht schön? Nee. Das Problem ist, der geht nach unten. Ich kenne keinen Auspuff, der nach unten geht. Wenn dann nach oben schon. Wenn das so ein bisschen aussehen soll. Mach den nach oben, so dass er gerade ist. Ja. Aber der bleibt. Ja, der bleibt. Und vielleicht die Endrolle, damit das abtrennen. Ah, nee, die kannst du abschrauben. Olli, die Endrolle kannst du abschrauben. Ja. Und auch schwarz Pulver, Hochglanz. Okay. Weil das ist alles verrostet. Alles, was Zubehör an dem Auto ist, ist verrostet. Also alle Teile, die quasi als Zubehör, das ist im Prinzip... Das war auch Zubehör? Ja, ja, die Stoßstange gehört nicht zum Jeep, also klar, das ist eine Stoßstange nicht. Und die Seitendinger? Die auch nicht, das ist ne? Ah, okay. Einfach schon sagen, weil dann... Nein, also da wollen wir nichts Falsches sagen, ne? Ich kenne hier sehr viele Leute, die so einen Jeep haben, die Dinger sind stabil. Krass, ne? So, der wird komplett verliert. Welche Farbe? Ich habe hier Ordnung. Erst machen die Stoßstange ab und so weiter vorne, weil das auch alles verrostet ist. Ja. Nicht gut. Ruhig. Voll aggressive Löwen hier. Der bekommt diese Farbe. Halt fest bitte. Ja. Schöne Farbe. Boah. Oh, oder Sommer. Was? Interessante Farbe. Ich finde die geil. Also ich finde, diese Autos dürfen... Schwarz-Matt hat jeder, also machen sehr viele. Deswegen für ein Sommerauto. Für ein Sommerauto finde ich die Farbe sehr, sehr, sehr schön. Ja, wenn wir das alles noch schwarz Hochglanz pulvern, ja, ist das geil. Also ich finde den Weiß auch schön. Was? Weiß finde ich auch schön. Olli, ich bin selber weiß. Olli. Ja? Sag dir was, dann hat gesagt, weiß ist schön. Weiß, was sagst du? Nee. Okay. Und ich zeig dir noch was. Der hat jetzt 18 Zoll, glaube ich, ne? 28. 28? 20. Das ist 20 Zoll und auch nicht schlecht, aber Offroad Monster Truck. Na, das ist die Aufgabe hier. Höher legen wir das Auto nicht, weil dann ist das Einsteigen scheiße. Und wenn du diese Trittbretter hat, versaust du dir immer die Jeans. Das ist ja jetzt schon schwierig, finde ich. Ja, genau. Ja, auf jeden Fall, hier sind 20 Zoll und wir sind etwas
anders. Und wir bauen hier. Minus 24. Das passt, ja? Wir machen das so, dass es passt. Ansonsten, im schlimmsten Fall, machen wir es passend. Ne? Also wir haben hier ein paar Lasantis, die wir einbauen. Guck mal hier. So ein krankes Tiefbett. Vielleicht müssen wir da am Ende gucken, ob wir das Silber vielleicht in den Wagenfarbe folieren. Mhm. Oder vielleicht Tiefbett nur. Ich finde das cool. Ich habe das in den USA gesehen auf der Messe, auf der SEMA Show. Und ich fand das sehr, sehr, sehr interessant. So dass die quasi die Wagenfarbe übernommen wird als Felge. Ich finde, wenn du schon so eine brutale Farbe machst, dann kannst du auch ganz übertreiben. Ja. Was machen die Bänder? Das weiß ich auch nicht. Oh, weißt du, wie fest die Schrauben sind, ey? Nicht normal. Sind die zu fest, bist du zu schwach. Na, Olli? Ja. Wenn der Olli unten wäre, ne? Zack, linke Hand, klack. Boah, Junge, Junge, Junge. Meine Damen und Herren, die Jugend von heute, ne? Die können nichts ab. Der Olli drückt auch von oben, komm. Achso, der Olli drückt. Ah, jetzt. Hör mal, komm, bin ich hier, zack, funktioniert. Ne? Das ist jetzt die dritte. Die so sieht aus. Und noch eine da. Das ist schon gut, ne? Ach, das ist ein geiles Ding. Ja, das finde ich richtig cool. Also das passt alles zum Jeep, zu dem ganzen Style. Ja, finde ich schon sexy. Der fährt sich auch gut, muss ich mal sagen. Also wirklich, ach nein, es gibt ein neues Modell. Wir haben nicht reingefahren? Was? Ja, wir sind nur den links gefahren, den, wie heißt der? Gladiator. Gladiator, ne? Aha. Aber das ist ja gleich aus, also von außen sind die ja für mich identisch. Ne? So sieht's aus. Sollen wir Innenausstattung machen? Also ich hätte Vollleder gemacht. Sorry. Hier alles sieht, wie so eine schöne Karo-Sitze oder sowas. Oder? Das ist echt nicht einfach. Ja. Auto ist zu. Ist die Frage, ob wir das zeitlich schaffen, ne? Ja, Vollgas. Der hatte auch Zubehörverbreitungen drauf oder waren das Serienverbreitungen? Nee, das war Serien. Okay. Jetzt kommt die, jetzt löse ich die. Mein Baby. Sag mal hallo. Guck, ja, nächste Woche einen Friseurtermin, ne? Du hast einen Friseurtermin nächste Woche. Weil du siehst schon aus wie ein Chewbacca, ne? Du siehst aus wie ein Chewbacca. Mhm. Fettes Fell. Ja. Sag mal hallo. Sag mal so, hallo. Ja, was ich sagen wollte, Andreas, ich glaube, man sieht dem Auto an, dass es am Meer stand, ne? Auch. Also, ne? Also auch die Schrauben, du guckst das alles so mitgenommen aus. Mhm. Nur die Frage ist, was ist hier original, was nicht mehr original? Weil auch die Leuchten zum Beispiel, ich witze sowas nicht so, ne? Mir gefällt halt nicht, dass die so, ich glaube, sind sogar beilackiert so, glaube ich. Wir bauen das Auto auf jeden Fall um, nicht für den Hausmeister und Co., die das Auto nachher in dem Zustand bringen, wie der jetzt ist oder wie der war, sondern für die Schneier. Die wird jetzt, wir machen den Führerschein und so ein schönes Sommerauto wollen wir machen. Ein schönes, auffälliges Sommerauto. Ja, ja gut, das Auto darf auffallen, weißt du, so ein hübsches Mädel, schön foliert, weißt du, so krass, da kommst du an, du bist der King. Das ist wie bei dem Robert bei der G-Klasse, 4x4 hoch, was er hat, die ist orange, wenn der irgendwo ankommt, oder wenn wir irgendwo ankommen da, auf dem Parkplatz, bam, das Auto ist einfach bam. Ja, die finde ich sehr extrem gut, die Farbe, ne? Naja, die Farbe ist auch gut, ja. Kann man ja. Ne? Mach jetzt die letzte Schraube ab. Mal bauen die 4 Stunden, drehen wir schon und 4 Stunden bauen die Schussstange ab. Ne? Gut, ich würde sagen, wir machen weiter. Kannst du vielleicht eine GoPro anschließen und dann. Läuft schon natürlich. Ach, läuft schon. Ah, da. Oh. Läuft bei dir. Alles klar. Felgen haben wir, Reifen haben wir noch nicht. Müssen wir uns einen Reifen bestellen? Die Sachen zu pulvern. Folierer kommt am. Folie kommt oder müssen wir abholen? Weiß ich nicht. Ich habe noch keine Information bekommen. Schlechte Antwort. So, auf jeden Fall, Folie und Folierer müssen kommen. Den hast du schon gestern bestellt. Ja, okay, aus.